Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier bei Cattle on Cops. Ja, die Aussaat Feld 3 schließen wir heute ab. Dazu V, Senken und Start. Macht ihr was? Jo. Ja, wir haben genau richtig eingestellt irgendwie. Ist anscheinend dieser Modus von oben nach unten besser. Von der optimalen Arbeitsbreite her. Aber das kann man vorher nicht wissen. Ja, die gestrige Aufnahme war teilweise etwas schlecht. Ich war jedenfalls etwas verzerrt. Anfangs, was ich gesehen habe, bin ich mal zu entschuldigen. Ich hoffe, dass es heute besser ist. Ich habe jetzt die Leistung etwas reduziert. Von 100.000 auf 80.000 Bits pro Sekunde. Die Aufnahmequalität soll trotzdem noch gut sein. Also hoffe ich jedenfalls. Obwohl er mir keine Fehler angezeigt hat. Aber ich werde die nächste auch noch online prüfen. So, da haben wir erstes Feld fertig. Wahnsinn. Ja. Wie sind eure Vorschläge? Soll ich nach Möglichkeit vorspielen oder soll ich weiterhin so zeigen? Ich muss mal ganz kurz das Menü ändern. Und zwar ne. Frage, ne? Und dann gehen wir rüber. Dass wir hinten noch ein bisschen im Feld sind, ne? Also leicht drüber. Dass ich da möglichst wenig noch mal anders fahr mal ein Stückchen rüber aufs Feld, genau, das müsste so passen normalerweise. Das werde ich mal erst so durchziehen. Dünger haben wir noch genug und sagt gut, ja. Dünger, wenn wir so nachher mehr haben müssen für die neuen Felder, da fehlt ja komplett Dünger. Und für hier werden wir jetzt ein bisschen Gas geben. Sonst sieht es ganz gut aus. So. Schauen wir mal, ob wir ihn kriegen, ne? Ja, anfangs, wo wir nur hier vier Felder haben, werden wir erstmal nur eine Fruchtsorte behalten. Und später werden wir dann ein bisschen wechseln. Besonders dann, wenn nachher neue Sorten kommen. Auf Raps und Sonnenblumen zum Beispiel. Wäre angebracht. Als ein Beispiel. Und wenn wir jetzt mehr Geld haben, Anführungszeichen, dann können wir auch mal irgendwann Mais kaufen. Ne? Also Mais anpflanzen für Körnermais oder für Silage. Aber wir müssen da mehr Finanzen haben, also Geldpuffer, dass wir uns auch mal einen Angestellten leisten können, denn wo wir zu zweit arbeiten müssen, wäre es besser, wir hätten da jemanden angestellt, ne? So, ein bisschen rangieren. Bäume gehen leider nicht weg. Ich habe gelesen, es kommt im März auch ein neues Landwirtschaftsspiel
bei Steam. Ich meine, das wird für mich bald ein bisschen zu viel, wenn ich es machen würde. Ne? Gebe ich ehrlich zu. Aber wenn du interessiert, ne? Ja, kommen viele auf den Markt, aber ich denke mal, im März wird bald die ersten Gerüchte geben für RS. Also dann einen Plan. Mittlerweile wird sie die Planung abgeschlossen haben. Meiner Meinung her. Denn wenn jetzt 3D bei 90%. Ein bisschen neue Daten abgleichen, ne, damit wir ja nicht so viel haben. Mal sehen, dass wir da im Spiel dann zu noch reduzieren. Ja. Das haben wir noch schön Wetter gehabt, ne? Nur den Regen beim Schlafen gehabt. Wendung. Oh. Ja, normalerweise machen die immer Vor- und Nachgewände, ne? Damit die halt in Gruppe und die 82 Grad. Ich sage, ich drehe nicht durch, aber Encoder war ganz gut, 100%. Ja, hoffen wir, dass die Aufnahme ein bisschen besser ist. Ich komme auch so langsam Hunger. Ich weiß sonst genau, wie ich das zu essen mache. Dann ist es ja auch wieder Pümpel. Und was ich gegessen habe, dann werde ich extrem müde. Bin schon seit 3:30 auf. Die Nacht war etwas zu kurz. Besser wie vor einer Woche. Oder vor 2 Wochen, genau genommen. Aber trotzdem, ja. Ich vertrage gerne ein bisschen mehr Schlaf. Aber gut. Mal ist es gut, mal klappt das, mal andermal wieder nicht, ne? Das ist halt so, ne? Bäume sind von der Warte her nicht so gut. So. Gas geben, Junge, Gas geben. Je früher können wir uns zur Ruhe setzen. die Zeit überspulen. Düngen werde ich auch noch. Und nicht jetzt gleich, sondern später. Im Anschluss, und zwar mit Tandiere für Gärreste oder für Klärwerk. Auch wir uns gerne dafür Geld kriegen, ne? Damit wir da uns das Geld wieder verdienen können für das Ausleihen der Maschine. Oh, nee. Entschuldigung. Jetzt haben wir reifen Urlaub, ne? Aber der Urlaub war doch gerade mehr oder weniger. Ja, wo willst du auch hin, ne? Urlaub alles zu. Ich muss nicht unbedingt immer einkaufen fahren. Aber wenn du von vornherein weißt, du kannst nichts kaufen, wenn du was Dringendes brauchen könntest, das ist blöd. Ich weiß, vor einer Woche, vor 2 Wochen, da habe ich extra Montag nichts gemacht, weil ich so müde war. Trotzdem geschafft,
letztendlich werden wir auch halbwegs an die 50 Minuten halten. Da das jetzt keine Absicht oder so oder keine böse Absicht, sondern schlichtweg ist ja halt nur ja, die Aussaat, ne? Wird da den Baum gepflanzt. Ist aber Schwäche jetzt. So, runter mit dem Teil. Gib Gas, Junge. Wir wollen hier heute nochmal Feierabend machen, ne? So möglichst viel Felder schaffen wie möglich. Schön, wenn man größere Geräte geben würde. Von 9 Meter oder 15. Gibt ja alles, aber wie gesagt, bei den kleinen Feldern hier. Das muss ich auch rentieren, ne? Denn im Grunde wird das Teil einmal genutzt und dann ist es nachher. Steht das sinnlos rum, ne? Und hallo draußen, wie wollt ist das dann doch ungünstig. Wenn es zu groß ist, nur einmal im Jahr genutzt wird und dann nachher, jo, nix. Och nee, ich so gar nicht. Ein sehr langes Feld, du. Aber das macht sich im Grunde besser. Je länger, umso besser. Dann können wir das. So einen Anfangsfehler vermeiden, ne? Na, gib mal Gas, Junge. So, innen in Geräusche, ja. Sollte ein bisschen leiser sein, ne? Ich hätte anfangs vergessen gehabt, ich hätte hier anfangs mit Tastatur gestartet, mit F9. Ja klar, und Spiel hat ja auch eine Funktion, ne? Dumm gelaufen. Was hat's gemacht? Spiel an. Ich will starten und dann mach Spiel an. Gut. Da noch mein Steam Deck angeschlossen und installiert. Brauche ja nun die Aufnahmefunktion, ne? Aber man kann halt mehrere Sachen drauf machen, ne? Wenn man es möchte, ist es ganz gut. Geht aber ohne. Man muss halt eine Taste finden zum Starten, die trotzdem noch gehen würde. Halt. Fertig machen, Junge. Fertig machen. Oh, ja, naja. Ich glaube, wir werden nicht alt. Das ist ein typischer Montag. Nach der Arbeit. Jo. Müde halt, ne? Ich sag mal so. Zum Glück habe ich nicht weit zu fahren. Aber irgendwann mit einem toten Punkt und dann ist es schwierig. Es kann sich eine Stunde später ganz anders aussehen. Aber irgendwann kommt die Möglichkeit, ne? Und dann, wenn man es braucht, ist nicht da, wenn man schlafen will. Ich muss mal gucken, der gerade die Grafik ist hier in 82 Grad. Alles rot.
Und die Aufnahme wollte ich eh prüfen. So, die Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ja, zweite Feld angefangen und wieder gut geschafft. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Tschüss.